Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unter normalen Umständen, liebe Gemeinde, wäre dies heute der erste Gottesdienst, in dem zwischen Engstblatt und auf Schmieden getauscht wurde. Also beginnt im neuen Jahr auf Schmieden der Gottesdienst um 9.15 Uhr und in Engstblatt um 10.30 Uhr. Dies gilt natürlich erst ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder Präsenzgottesdienste feiern. Der Spruch für diese Woche steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Frau Witt und ich beten nun im Wechsel miteinander aus der Nummer 746 im Gesangbuch, Verse aus Psalm 116. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen und meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich den Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Amen. Wir beten weiter. Guter Gott, wir danken dir, dass es bei dir möglich ist, auch heute Morgen neu anzufangen. Wir werden unsicher, was die Zukunft bringt, sehen manchmal keinen Ausweg mehr. Da ist es gut, heute zu hören, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrichst und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Stecke uns immer wieder mit deiner Hoffnung an, dass wir weiterleuchten können und den aufrechten Gang nicht verlernen. Sei du den Menschen nahe, die sich zerbrochen und erloschen fühlen. Schenke uns neue Kraft, neue Liebe, neue Hoffnung. Schenke uns jetzt deinen Geist, der lebendig macht. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht. Bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt. Amen. Ubi Caritas et Amor 571. Because
Wir hören als Schriftlesung den alttestamentlichen Predigttext für den heutigen ersten Sonntag nach dem Erscheinungsfest aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. So spricht der Herr: Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Gott sei ewiglich Dank für sein Wort. Amen. Wir hören nun das Wochenlied »Du höchstes Licht, du ewiger Schein« 441, 1 bis 5 und 8.
Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es war still geworden im Gerichtssaal. Der Richter trat in den Raum. Er forderte die Anwesenden auf, sich zur Urteilsverkündung zu erheben. Sein kurzes Urteil: der Angeklagte ist schuldig. Dann nahm er einen Stock, zerbrach ihn mit lautem Knacken vor den Augen der Zuhörer. Für den Angeklagten brach die Welt zusammen. Über ihm war der Stab gebrochen worden. So, liebe Gemeinde, fühlten sich die Menschen Israels, als die Worte gesprochen wurden, die wir eben in unserem Predigttext hörten. Hinter ihnen lagen schlimme Zeiten. Das Großreich Babylon war gekommen und hatte nach langem Widerstand Jerusalem erobert. Unzählige Menschen waren umgekommen, der Tempel war entweiht und mit den Häusern und Stadtmauern zerstört worden. Die Überlebenden waren in die babylonische Gefangenschaft abgeführt worden. Hoffnung gab es keine. Das Volk Israel würde sich langsam mit den Völkern vermischen, unter denen sie jetzt lebten. Das Ende Israels stand den Menschen vor Augen und damit auch das Ende der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es war verzweifelt nach Gründen des Untergangs gesucht worden. Man fand sie in dem eigenen Versagen. Hatten die Propheten nicht immer wieder den Finger in die offenen Wunden gelegt? Da waren die sozialen Ungerechtigkeiten. Die Armen wurden immer wieder aus dem Blick verloren, die Witwen und Waisen an den Rand gedrängt. Andere Götter waren wichtiger als der eigene lebendige Gott. Immer wieder vertrauten die politischen Führer mehr auf ihre Waffen als auf das Handeln Gottes. So saßen nun die Menschen Israels in der kalten Ferne. Sie fühlten sich von Gott verlassen, der über ihnen den Stab, das Rohr, gebrochen hatte. In diese aussichtslose Situation hinein, liebe Gemeinde, predigt der Prophet, dessen Worte wir im zweiten Teil des Jesaja-Buches finden. Es sind gute, hoffnungsvolle Worte, die gegen die Verlorenheit der Menschen anpredigen. Es sind Worte, die eine neue Zukunft eröffnen wollen. Wir hören von einem Knecht Gottes, den Gott selber auserwählt hat, an dem er Wohlgefallen hat. Dieser Knecht wird von Gott selber gehalten und ist erfüllt von seinem Geist. Er soll Gerechtigkeit aufrichten, nicht nur in Israel, sondern gerade auch bei den Menschen, die fern sind von Gott. Er wird neue gerechte Lebensformen verkünden. Dies tut er nicht mit lauten, erschlagenden Worten, sondern in aller Stille setzt sich seine Weisung durch. Dieses gute Recht wird erwartet und sehnlichst herbeigewünscht, nicht nur von den Israeliten, sondern von den Inseln, den Ländern, die weit entfernt sind. Und schließlich, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gerade diese Aussage wird von den Vertriebenen mit Unglauben gehört werden.
Ist es möglich, dass sich ihr Schicksal doch noch wenden wird? Sollte Gott sie doch nicht ganz verlassen haben? Sollte er vielleicht doch an die alten Geschichten Israels mit seinem Volk anknüpfen wollen? Und das trotz ihrer Schuld. Ist es möglich, dass das Rohr, das der Richter schon mit seinem Urteilsspruch zerknickt hat, doch nicht ganz zerbrechen wird? Ist es möglich, dass die Kerze, die der Richter ausgeblasen hat und deren Docht nur noch glimmt, neu entfacht werden kann? Es sind zarte, leise Worte und Bilder, die Gott wählt, um sein gescheitertes, verstreutes und hoffnungsloses Volk anzusprechen. Das laute Schreien der militärischen und politischen Führung, das sie ins Unglück führte, hatten sie satt, so satt. Und tatsächlich, was Jesaja vorausgesagt hatte, trat ein. Die Voraussetzung dafür war, dass sich die politischen Verhältnisse änderten. Eine neue Großmacht, das persische Großreich, begann sich zu entfalten. Babylon wurde besiegt und eingenommen. Und es war eine der ersten Amtshandlungen des persischen Königs Kyros, dass er den in seinem Reich verstreuten Israeliten erlaubte, in ihre Heimat zurückzukehren. Ihnen wurde der geraubte Tempelschatz zurückgegeben und der Aufbau von Jerusalem und des Tempels konnte neu beginnen. Es gab wieder eine Zukunft, die unbelastet von aller Schuld begonnen werden konnte, weil sie vergeben war. Über 2 Jahrtausende später, liebe Gemeinde, lesen wir von diesem Geschehen. In der Zwischenzeit wurde Jesus von Nazareth geboren. In den Evangelien wird uns von diesem Jesu berichtet, dass in ihm alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Der Geist Gottes fährt wie eine Taube auf ihn herab. Eine Stimme aus dem Himmel spricht ihm zu: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wir hören fast die gleichen Worte wie bei Jesaja. Es war der feste Glauben der ersten Christen, dass mit Jesus der Retter der Welt geboren worden ist, der am Ende der Tage doch noch die so lange ersehnte Gerechtigkeit Gottes aufrichten wird. Wie bei Jesaja vorhergesagt, wendet sich die Predigt Jesu den Menschen zu, die weit von Gott entfernt sind, die unter ihrer Schuld leiden, die auf das Wort warten, das ihnen eine neue Ausrichtung ihres Lebens ermöglicht. Und damit, liebe Gemeinde, sind wir bei uns. Die Bilder von dem zerbrochenen Stab, von dem klingenden Docht sprechen nicht nur das alte Israel, sondern auch uns an. Wir kennen diese Situationen bei uns und bei anderen, wenn die Kraft nachlässt und die Aufgaben wachsen, wenn Bedrohungen und Ängste uns zu nahe rücken, wenn die Sorge um Gottes gute Schöpfung zu bedrängend wird, wenn wir sehen, was eigentlich alles getan werden müsste und wir gleichzeitig unsere Grenzen spüren. Wenn ein Mensch stirbt, der einen wichtigen Platz in unserem Leben hatte, der uns Halt gab,
wenn wir eine Ahnung davon bekommen, was wir durch unser Versagen manchmal anrichten, wie wir Menschen verletzen, dann drückt das Bild vom geknickten Rohr und von dem nur noch glimmenden doch das aus, was in uns vorgeht. Dann brauchen wir diese Hoffnungsbilder, dass wir nicht allein gelassen werden, dem Schicksal blind ausgeliefert. Dann brauchen wir die Hoffnung, dass da einer ist, der für die letztgültige Gerechtigkeit sorgen wird. Einer Gerechtigkeit, die nicht durch kaltes Abschätzen des Rechtsurteils erfüllt wird, sondern aus Barmherzigkeit und Liebe erwächst, dass nicht der Stab über uns zerbrochen wird. Wir brauchen die Hoffnung, dass es einen Sinn gibt für unser Tun und Lassen, für unser Leben. Und davon spricht Jesaja, wenn er sich mit den Worten Gottes den verzweifelten Israeliten zuwendet. Und davon spricht Jesus, wenn er das Reich Gottes ankündigt und es in seinem Handeln immer wieder sichtbar werden lässt. Eine Weihnachtsfabel aus unseren Tagen nimmt dies auf. 4 Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und blies die zweite Kerze aus. Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer, es schaute die Kerzen an und sagte: Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Ja, liebe Gemeinde, lassen wir uns anzünden von dieser Hoffnung, die Israel durch seine Geschichte getragen hat und die durch Jesus von Nazareth auch uns erreicht hat. Das Reich Gottes kommt, das Recht auf Erden wird aufgerichtet werden. Diese Hoffnung brauchen nicht nur wir, auf sie warten die Inseln, darauf warten die Menschen um uns, darauf wartet die ganze Welt. Amen. O Jesu Christe, wahres Licht, 72, 1 bis 6.
Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das Licht, das uns aus deinem Evangelium entgegenleuchtet und das mit Jesus Christus anschaulich und einladend auf dich hinweist. Bis heute gibt es uns Orientierung, Trost und Hoffnung. Guter Gott, erfülle uns mit diesem Licht. Mach uns von innen her hell und froh und lass uns auch überzeugend für unseren Glauben einstehen. Du wirst das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wir bitten dich für alle Menschen, denen es schwerfällt, sich Ruhe zu gönnen, die es nicht fertig bringen, innezuhalten, aufzusehen, aufzuatmen und sich für das Licht des Glaubens zu öffnen. Sprich sie freundlich an, dass sie sich von dir beschenken lassen und gib sie niemals auf. Wir beklagen, dass viele Menschen, auch unter uns, in tiefe Dunkelheit geraten sind, weil Leid, Sorgen, Unsicherheit, Verzweiflung ihr Herz belasten. Gott, mach uns gewiss, dass deine Herrschaft unser ganzes Leben umgreift mit seinen Höhen und Tiefen. Lass uns deine Nähe auch dann spüren, wenn wir in diesen Zeiten mit einer Krise zu kämpfen haben. Herr, wir bitten dich für deine Kirche weltweit und in unserem Land. Wir bitten dich für unsere Gemeinde und besonders für alle in ihr, von denen andere Menschen Rat und Trost erwarten. Schenke ihnen ein hörendes Herz, auch für das unausgesprochene, ersehnte Wort. Und schenke ihnen im nötigen Augenblick die helfende Antwort und das helfende Verstehen. Voll Vertrauen wenden wir an Gott, der menschenfreundlich ist, und bitten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied singen wir aus dem Lied 171: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 171, die Strophen 3 und 4. Thank you.
Ich bedanke mich bei allen, die diesen Gottesdienst mitverantwortet, mitgestaltet und aufgezeichnet haben. Herzlichen Dank. Nun bitten wir um den Segen. Der Herr gewähre euch zu aller Zeit seinen Segen. Er lege seine Gnade auf jedes eurer Jahre. Er schaue euch an, Tag für Tag in Erbarmen und Güte. Er lasse euch keinen Augenblick unbehütet. Der Herr halte eure Zeit in seinen Händen und lasse, wenn die Zeit gekommen ist, sie für euch Ewigkeit werden. So segne und behüte euch der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.